bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, was ganz Einzigartiges zu schaffen und eine ganz eigene Energie hier aufzuziehen, weil wir was versuchen werden, was es in Deutschland so einfach noch nicht gegeben hat. Das ist historisch, ja? Ich würde es so nennen. Ein neuer Tantris-Koch. Und für Deutschland ist es wahrscheinlich der begehrteste und auch der im positiven Sinne belastetste Arbeitsplatz überhaupt für einen jungen Küchenchef. Erstens muss er mal sein Handwerk beherrschen, für dich. Dass man das Fundament beherrscht, das ist für mich sehr wichtig. Dass man weiß, wie kochen geht. Ich will spüren, wie es schmeckt. Und dann kommt der Fisch so zur Geltung, wie er sein muss. Einfach und genial. Man muss einfach lieben, ja, ganz einfach. Er darf nicht zu alt sein und er muss eigentlich auch auf einem fortschrittlichen Zug aufgestiegen sein. Ich finde, er muss einfach menschlich zu uns passen. Ein junger Tantris-Koch, der hat ja, das Stadion ist ja da. Ja, machen wir nur gut Fußball spielen. Ich bin ja nur ein Jahr jünger als das Tantris, somit gab es ein Leben ohne Tantris für mich überhaupt nicht. Deswegen fühle ich mich auch sehr gut gewappnet, um mich auf die Suche nach dem neuen Koch zu begeben. Ich glaube, man weiß es dann, wenn man ihn gefunden hat. Es ist ein bisschen wie daten. Du weißt nie, was dabei rauskommt. I take a walk on the wild side. Ich habe mir als Ziel gesetzt, irgendwann in meinem Leben alle 3 Sterne-Lokale der Welt gesehen zu haben. Ich bin schon relativ weit und ich sehe das als Investition in meinen eigenen Geschmack und in mein Wissen, wie man ein Restaurantkonzept aufbaut. New York ist natürlich kulinarisch immer voller Trends. Das kann ganz viel zulassen, da sind ganz viele Kulturen. Melting Pot eigentlich einfach auch in kulinarischer Hinsicht. Man kann viel ausprobieren. Die Gastronomie-Szene ist einfach unglaublich kreativ. Wenn wir in New York sind, sehen wir natürlich auch Menschen, die mit Tantris zu tun haben. Kurt Guttenbrunner ist ja so der Rockstar unter den Ex-Tantris-Köchen. Für mich war das Tantris ein Restaurant, eine Zeit, die ich unbedingt erleben wollte. Das war für uns junge Köche enorm begeistert. Es lässt dich aber nicht mehr los, gell? Ich sehe oft die orangen Fliesen. Das bleibt. Das bleibt. Das war natürlich in München was ganz Neues. Die haben uns eigentlich gesagt, warten wir mal ab, in einem Jahr macht ihr eh wieder zu. Die Gastronomen kamen und haben gesagt, das bleibt nicht lang. Das bleibt nur 2 Jahre offen. Ja. Das können wir sehen. Hatten natürlich nicht an meine Sturheit gedacht. Stimmt. Ich merke, wir können uns auf unseren eigenen Geschmack verlassen. Wenn wir da jemanden finden, der uns überzeugt, dann wird es irgendwo auf 2-3-Sterne-Niveau sein. Und was es dann genau ist, ist eigentlich vollkommen egal. Wahrscheinlich kenne ich den Namen heute selber auch noch gar nicht, sondern es ist wirklich mehr eine Qualifikation. Es geht auch jetzt gar nicht darum, dass jemand schon selber auf 2-3-Sterne-Niveau eine Küche geleitet hat, sondern was hat man gesehen, gefällt uns diese Art zu kochen. Trotz unserer kulinarischen Reisen war dann am erstaunlichsten, dass ich letztendlich über einen Bericht im Fernsehen erst auf Matthias Hahn aufmerksam geworden bin, weil ich gesehen habe, dass es da scheinbar einen Deutschen in der Ducasse-Gruppe in Paris gibt, der das französische Kochhandwerk dort gelernt hat. Kommt zurück noch mehr rein. Ihr Lieben, mir war nur wichtig, dass ihr nicht aus der Zeitung erfahrt, wie es hier weitergeht. Matthias werdet ihr ab Juli hier regelmäßig sehen und ich hoffe, ihr nehmt ihn genauso positiv auf, wie ihr alle hier aufgenommen
wurdet. Das ist eine ganz große Ehre für mich, zum Tantris-Team bald gehören zu dürfen, zu diesem unglaublich tollen Restaurant. Ergebnis unserer Überlegungen mit Matthias Hahn, wie man das Tantris in die Zukunft bringen kann, war dann, dass wir zwei Restaurants unter einem Dach bilden wollen. Einmal das Hauptrestaurant mit 70 Sitzplätzen als Menülokal konzipiert und dem Gartensaal eine eigene Identität geben, als eigenes Restaurant mit eigener Küche, als à la carte Restaurant. Da kam natürlich der Matthias Hahn als Executive Chef ins Spiel, weil wir brauchen dann jemanden, der das konzeptionell leitet und über den beiden Küchenchefs steht, wo wir dann auch möglichst junge Leute nehmen konnten, die einfach den nächsten Schritt in der Karriereleiter gehen. Mir war auch klar, dass sich kein moderner Küchenchef dieser Herausforderung, dieser 100 Plätze hier stellen können würde. Deswegen war von Anfang an klar, dass man sich ähnlich große Restaurants anschauen muss, mit natürlich auch tollen Bewertungen. Da wird die Welt dann schon relativ klein. Sowohl Eckhard Witzigmann, Heinz Winkler, Hans Haas waren entweder gerade 30 oder ganz Anfang 30. Und so sollte das Suchprofil eben durchaus einem jungen Sous-Chef die Chance geben, wirklich die nächste große Stufe zu erklimmen. Witzigerweise hat mir Michel Trograu selber den Benjamin Schmurer vorgestellt. Und wir haben dann alles dran gesetzt, ihn von der Idee zu begeistern, nach München zu kommen. Dieser Lichtschacht, den wir gesehen hatten, da kommt ein bisschen Licht. Hier ist die. Wenn die Patisserie hier halt ordentlich loslegt, brauchen die halt schon eine gute Spüle für die ganzen Sachen. Das ist gut, sehr gut organisiert. Mit 31 da zu kommen, ist schon verrückt. Das sind die Küchenblöcke. Sieht geil aus. Sieht geil aus? Sieht geil aus, ja. Ich wollte eigentlich mein eigenes Restaurant aufmachen. Genau. Wäre Tantris nicht gekommen, wäre ich ins Ausland gegangen oder ich hätte meine eigene Sache aufgemacht. Cool. Toll. Ich bin noch nicht da, aber Träume werden schon wahr. Welcome to the family, welcome to the restaurant. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich Teil dieser Zukunft, der Tantris-Zukunft sein darf. Was passiert heute? Wir kochen. Everyone ready? Let's go. It's for me one of the most beautiful, if not the most beautiful kitchen I've ever worked in. Okay, let's go. Feeling. So it's really like the starting and the base for every different recipe that we will do after it. Euphorie ist da, aber muss einfach slowly gehen. Nicht so schnell. Wir haben vieles vor. Jeden Tag sollen wir so viel wie möglich uns einspielen und sehen, was wir machen, können wir besser machen. He really likes to get better by making his people better. J'ai choisi de faire du pain parce que ça m'a toujours attiré le fait que ça soit une matière vivante qui travaille avec le temps. Et le tantris m'a permis de faire découvrir le pain à l'Allemagne et c'est un vrai plaisir. Uns war ja so wichtig, hier wirklich eine Manufaktur zu schaffen mit der Bäckerei im Keller und einer sehr starken Patisserie. Und da merke ich, das hätte ich gar nicht erwartet, wie groß da die Synergien sind. Das habe ich so noch nirgendwo gegessen, muss ich sagen, und vor allem nicht auf dem Niveau.
Pour moi, le plus important dans un dessert, c'est vraiment le produit, d'essayer de le mettre en avant, de pousser ce produit, d'essayer de savoir comment le transformer et l'améliorer. Sehr spannendes Kapitel für uns alle und wir freuen uns wahnsinnig darauf. Das ist Familie. We are family. Bei diesem Team von jungen Menschen auf der ganzen Welt spürt man sofort, wenn man reinkommt, wie sehr Service, Küche dieselbe Leidenschaft besitzen. Die Energie ist immer fröhlich, vorwärtsgewandt, nie von eigenem Ego getrieben. Und das, finde ich, zeichnet unser Team besonders aus. Also was ich erst jetzt nach der Fertigstellung gemerkt habe, wie sehr das alles ineinander greift. Die Bäckerei, die Patisserie, die zwei verschiedenen Küchen, wie sehr sich das inspiriert und ergänzt. The opening of the award of the year goes to restaurant Tantris. Matthias Hahn, kommen Sie bitte zu uns nach oben. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz aufs Team, auf was wir alle zusammen geleistet haben und wir aber nicht geschafft hätten, wenn die nicht so zusammenarbeiten würden und mit so viel Herzblut und Energie. Tantris DNA. Eugenie Potta. Ah, c'est un rêve qui devient réalité. Et surtout de pouvoir le partager avec toute l'équipe, avec Benjamin, avec Maxime, qui est... Malheureusement, il n'a pas son nom et une étoile, mais il partage ses étoiles avec nous. Et sans lui, on serait rien. Donc non, c'est merveilleux. Wenn ich die letzten sechs Monate Revue passieren lasse, muss ich mich manchmal ein bisschen zwicken, um zu realisieren, was wir alles und wie schnell vor allem wir es erreicht haben. And we also have two stars for restaurant. Tantris. Benjamin. Also nachdem Matthias Hahn, Felix, Virginie und Ben eingeladen waren, haben wir schon gehofft, dass wir nicht leer ausgehen. It's a lot of work, a lot of sweat and tears, but it's worth it. Work hard and then dreams do come true. So thank you very much. Ja, wir sind unglaublich stolz, nach dem heutigen Tag und jetzt auch zurückzukommen und das ganze Team zu sehen und die ganze Freude, was hier und die Energie, die jetzt hier, die man spürt, ist halt, ja, ist was Einmaliges. Wir haben eigentlich das Tantris neu erfunden. Und diesen Spagat zu machen zwischen dieser Tradition und dem Erbe und sich neu zu erfinden, das war wirklich eine Riesenaufgabe. Und dass jetzt auch der Guide Michelin das erkennt, ist natürlich eine Wahnsinnsbefriedigung für uns.